Arzt. Der Anmoderations-Cringe. Moin Freunde, was geht und willkommen zur Reaction zur zweiten Folge von Star Wars Visions. Wir nehmen die jetzt alle nacheinander auf, aber ihr bekommt sie ganz asozial nur einmal die Woche zu sehen. Und genau, wie auch schon in der letzten Folge und auch für die nächsten, bin ich nicht allein. Beziehungsweise war ich auch bei den anderen Reactions nicht, aber jetzt auch vor der Kamera, denn Milan ist auch wieder am Start. Hallo. Dieses Neutrale. Hallo. Ja, dieses. ja, Star Wars Visions, ein Projekt, was durch seine Kreativität lebt. Wir beide mochten die erste Folge und jetzt sind wir gespannt, wie es in der zweiten Folge nicht weitergeht, aber was für ein Artstyle, was für eine Geschichte erzählt wird. Tatooine Rhapsody, schon mal ein sehr interessanter Titel und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Kampfdruiden. Mustafa? Ist doch kurz fällt in die Lava. Hey du! Wer bist du? Stimme kommt bekannt vor. Alter, wie das da durchtropft. Oh Gott. Aber wie er hier, Alter, wie die führen. So, das habe ich mir schon immer irgendwie gewünscht. So eine komplett andere Story. Mhm. Hab ich auch gerade dran gedacht. Oh, Boba Fett. Ich habe mit dem Slimo da drüben was zu besprechen. Die Stimme? Mit mir. Wie lustig das aber aussieht, weil er so eine Wackelkopfversion von sich selbst ist. Er sieht aus wie ein Kind, was ein Kostüm trägt. Was? Herr I, was ist er denn für einer? Das hab ich ja letztes gecheckt. Ja, der hat drei Oberkörper. Junge, einfach ein Hutte, der kämpft. Was ist das? Das hätte auch ein Rebel-Shot sein können. Die Stimme kommt mir aber auch bekannt vor, irgendwo her. Single. Oh. Stimmt! Ja! Rosinante! Oh, Junge, die Slave One. Gefühl. Man muss das ja unterbringen. Ich hoffe, es ist nicht in jeder Folge. Warst du in jeder Folge auch schon? Nee, ich weiß nicht, aber ab jetzt so. Weil so jeder denkt, ich muss das unterbringen in meiner Folge. Und auch wenn du es mit dem Tod eilig hast, musst du bis zu deiner Hinrichtung warten. Ich kann ihn nur so halb ernst nehmen. Das weißt du ganz genau. Oh, die Slave One, das sieht sehr gut aus. Ja, auch mit dem Licht. Wieso erinnert er mich an Shaquille O'Neal? Ich weiß nicht warum. So ein netter Gigant einfach. Nice. Könnte auch ein PS2-Spiel sein, aber trotzdem nice. Ich würde gerade sagen, mit solcher Arbeit das zu machen, kennst du dich ein bisschen aus. Bip Fortuna. Was? Wie ein Nasenpiercing hat als Hutte, ist geil. Alter. Junge, das letzte Konzert und dann wird er hingerichtet. Ich glaube, die Songs klingen auf Japanisch besser. Also nicht, dass das schlecht klingt, aber das ist irgendwie komisch. So Gesang in Star Wars zu haben. Ist weird. Und ich finde Gesang immer unkomischer, wenn man ihn nicht versteht. Ja, das ist bei allem so. Nice. Yo. Schau mal, Junge. Das war witzig. Und jetzt sind sie unter Vertrag genommen quasi und gesaved. Plattenboss-Drama. Wo kackt der dreiköpfige Typ eigentlich draus? Aus seinem einen Arsch. Ja, aber das heißt so, einer muss ja vorne das Arschloch haben, wo... Na, egal. Vorne? Seit wann ist das vorne? Nee, das meine ich ja, weil da an jeder Seite ist ja jemand, weißt du, von den drei Körpern. Es wird in der Mitte unten sein. Ich finde, wir sollten das Thema wechseln. Es tut mir leid, dass ich das aufgebracht habe. Jabba gönnt sich eine Cola.
In der Mitte unten. Das würde funktionieren. Ja. Ja. War nicht schlecht, war cool, war irgendwie süß. Ja. Boah, also ich fand den Artstyle von der ersten, ich glaube, es wird keinen geben hier, den ich besser finde als den von der ersten tatsächlich irgendwie, weil der so schön düster ist. Der hier war deutlich freundlicher, ich fand auch das Licht gerade sehr gut. Und die ein oder andere Kamerafahrt in 3D vielleicht nicht unbedingt, aber sonst war ich tatsächlich mehr zufrieden mit der Folge, auch wie sich die kleine Story entwickelt hat. Und man hat es, finde ich, auch wieder, so sehr man es in den paar Minuten fühlen kann, gefühlt, fand ich. Auf jeden Fall, das war irgendwie eine kleine, nette Story so, und dann wendet er ab, dass er hingerichtet wird, was er schon so voll düster und krank eigentlich ist. Das wäre richtig, ich hätte es auch cool gefunden, wenn man sich getraut hätte, dass dann das durchzieht und das ist wirklich das letzte Konzert oder so von denen davor, auf so einer ganz düsteren Ebene tatsächlich. Ja, aber da, so war der Style nicht ausgelegt für sowas. Das wäre natürlich eine Sache gewesen, aber es wäre, ich weiß nicht, ob sowas, so eine Geschichte zu erzählen für 13 Sekunden, schon sagen, 13 Minuten sinnvoll ist dann. Nee, und es war trotzdem dann nicht Friede, Freude, Eierkuchen mäßig unbedingt, sondern es war halt irgendwie, manchmal klappen halt auch Sachen so. Ja. Aber war cool. Ja, und ich glaube, die hatte ich ja schon erzählt, ich weiß nicht, ob ich das auf dem Kanal schon mal gesagt hatte, aber generell fände ich halt so einen Star Wars Film cool, der halt so eine Sache ist, wie eine, zeigt, wie eine Band, die nach oben kommt, oder ein Podrennfahrer, der nach oben kommt, einfach so ein normaler Film im Star Wars-Universum, einfach zum Worldbuilding. Das fand ich auch sehr nice, dass man hier so ein bisschen hatte. Genau, genau. Und das ist doch ein Sternzerstörer, weil das einfach eine Silhouette. Ich habe auch gerade gedacht, da fehlt doch in den Sternen... Sterne. What? Und, okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Twins. Okay, ja. Das handelt von Sternzerstörern, das sind die Hauptcharaktere. Oh Gott, wäre das weird. Sternzerstörer, die so sprechen. Dann in so eine Sternzerstörer-Bar gehen, wo andere. Sagen, ich habe meine Schwäche für die imperialen Vibes, einfach, das ist immer geil. Das ist nochmal so Kern-Star Wars, ich finde ich. Das ist so fast nochmal so eine andere Ebene. Immerhin haben sie Geländer. Oh, doch nicht. Ich würde da nicht arbeiten wollen, wenn da keine Geländer wären. Vor allem, wie ineffizient ist das? Man muss da immer zu diesem einen Ding gehen, anstatt dass es mehrere Wege gibt. Und das ist nicht sehr funktional alles leider. Diese Vader-Anlehnung. Ja. Das sieht aus wie so ein ganz weirdes Konzeptart, was nie angenommen wurde. Ja. Ist das Cera aus Littlefoot die Stimme? Ja. Ja, das heißt, die müssen da drin stehen? Scheinbar verstärken die das mit ihrer Macht oder sowas. Das Imperium gegen die Republik? Okay. R2 und C3PO auch quasi. Ah, er ist gar nicht so dunkle Seite affin wie die anderen. Ja. Ich glaube, der Typ spricht C3PO in den Lego Star Wars Filmen und so Serien. Ja, Duo. Das zweite Mal? Okay, Lichtschwertkampf, let's go. Wie das visualisiert ist, als würde sie da wirklich greifen. Ja. Ich muss sagen, zu der Folge habe ich bisher so den leichtesten Zugang irgendwie. Es ist so. Ja, ja, weil das bekannteste Territorium so ein bisschen ist. Ja, und die Story packt dahin, finde ich auch sofort. So. Bullet Time-artige Effekte sind immer geil. Mhm. Warum er hier atmet, ist. Ja, das. macht er ja mit der Macht irgendwie. und ja. Boah, sieht nice aus. Der wird explodieren. Alter! Okay, Joker. Ach so, das ist einfach, ich dachte kurz, sie hat sich damit halt ein bisschen erstochen. War scheinbar nicht. Wenn du mich wirklich um jeden Preis retten willst, erwarte ich auf
Das sind irgendwie Peitschen. Ich mach die Musik. Ich finde das alles ziemlich cool. Hello there. Lol. Schön die Yoda-Zitate droppen. Alter, das... What the fuck? Wie er darauf stehen bleibt, da frage ich mal nicht. Glücklich, dass er nur den Kill. Ja, dachte ich auch gerade. Boah, kranker Move. Alter. Der ein Schwerter-Stil hat's gemacht. Ein Schwerter. Alter. Schon ein sehr geiles Bild. Natürlich ein bisschen Episode 8 hier drin, aber. Hab ich auch gerade gedacht. Trotzdem gut. Denn Am ist meine. Ah, Tatooine. Und die Zwillingssonne. Ich glaube, die hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die zweite, muss ich sagen. Das war meine Lieblingsfolge bisher, muss ich sagen. Also, das habe ich schon gemerkt. Da bin ich mir noch nicht sicher. Die erste war visuell vom Stil am coolsten. Ich finde, hier war die Animation am besten. Mhm. Von der Dynamik her so einfach. Ich finde, das hat man schon gemerkt, dass da die meiste... Kleinarbeit irgendwie drin steckt. Also, ja, da würde ich tatsächlich eher mit der ersten gehen. Ja, aber ich mochte den Style. Die erste war halt sehr. Die ist sehr eigen. Geil zusammengesetzt. So. Mhm. Also, die erste sah am coolsten aus, so wirklich mit Abstand. So. Aber die hier, finde ich, hatte die mitreißendste Story. Das war ja, das auf jeden Fall. Waren einfach, ich meine, das ist nicht einfach so, aber es war einfach irgendwie, in irgendeinem Dorf fetzen sich Leute. Irgendwelche Leute so. Und hier hattest du halt ein richtiges Setup irgendwie, was du halt irgendwie... Da haben sie guten Gebrauch davon gemacht, dass du Star Wars schon kennst. Ja. Wenn du es guckst. Und irgendwie mit den ganzen Sachen was verbindest und dann, ja, irgendwie ein glaubwürdiges Ding, also im Rahmen natürlich. Ich fand, das war tatsächlich... Das hier war, finde ich, der erste, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte ich gerne gewusst, wie es weitergeht. So ein bisschen. Ja, auf tatsächlich. Jeden Fall. Ja. Weil ich halt auch die Hintergrundgeschichte sehr interessant fand. So, ich meine, man hat komplett so auf das, was etabliert ist, natürlich geschissen, weil galaktisches Imperium kann nicht gegen die Republik gekämpft haben, aber das ist ja, wie gesagt, komplett egal bei dieser Serie. Halt, ja, die erste Ordnung. Ich habe ja nicht zugesagt, welche Epoche das ist. Naja, das ist ja egal. Danach kommt ja die erste Ordnung, die kämpft ja. Also, erste Ordnung gegen die Republik würde gehen, aber sie haben ja galaktisches Imperium wirklich so gesagt. Aber. Das ist komplett egal, wie gesagt, vielleicht weil das Ding ist nicht Kanon. Galaktische Imperium und nicht das erste. Ja, ich meine, das kann ja eher ein Eins danach sein, so theoretisch. Ja, das meinte ich so. Mhm. Das, also. Und den Story-Ansatz mit den zwei dunklen Zwillingen, die extra dafür geboren wurden. Und dass der eine dann trotzdem eher so ein bisschen wie Luke Skywalker so gut ist, sag ich mal. Und ich fand es auch witzig, dass man quasi 3PO und R2 auch in der Folge so ein bisschen hatte, dass jeder so einen hatte. Und die ganze Zwillingsthematik, die sich durchgezogen hatte, ich mochte die Folge auch sehr. Mhm. Und mit diesen Worten, Freunde, würde ich sagen... War es das mit der Reaction zur dritten Folge und wir sehen uns dann bei der Reaction zur vierten Folge und bis dahin, ciao.